Oberösterreichs Straßenmeister sind Personen, die für Sicherheit und Sauberkeit auf unseren Verkehrswegen sorgen. Der Beruf baut auf solide Ausbildung und auf ein Kennenlernen der Materie von der Pike auf. Der Straßenerhaltungsfachmann ist da wirklich ganz ein spannender Beruf. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie breit das alles aufgestellt ist, bis hin zur Biologie neben der Straße, die Sicherung, die Verkehrsschilder, die unterschiedlichen Belastungen, die eine Straße ausgesetzt ist. Man kann sich die Temperaturunterschiede vorstellen. Und genau das zu erhalten, ist die Aufgabe dieser jungen Herren. Landesrat Günther Steinkellner organisierte mit den oberösterreichischen Straßenmeistereien eine Initiative zur Ausbildung von jungen Männern, die sich für diesen Beruf interessieren. Wettbewerb beflügelt die Leistung und in der Zukunft werden diese jungen Herren für unsere Sicherheit auf unseren Straßen sorgen und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die sie hier wahrnehmen. Und ein bisschen sportlich sind sie natürlich auch und machen deswegen sogar einen Wettbewerb. Und wenn man sich die Produkte, die sie hervorzaubern, da fällt jedem privat auch was ein, wenn man das könnte, was die jungen Herren können. Die jungen Leute werden für den Landeswettbewerb von der Berufsschule auserwählt im zweiten Lehrjahr. Und für den dritten Lehrjahr werden sie auch für den Landeswettbewerb mit eingeladen. Es sind 4 Lehrlinge absolviert worden für den Landeslehrlingswettbewerb und 2 werden nominiert für den Bundeslehrlingswettbewerb. Und der findet heuer auch hier in der Straßenmeisterei Welt statt, wo auch die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark mit beteiligt sind. Ja, wir haben Leisten setzen müssen, Mühlen machen, wo das Wasser drinnen kam und das Rennen in den Schacht rein. Da haben wir einen Schacht setzen müssen. Dann haben wir noch also einen Bogennuckelpflaster gemacht, entlang der Leisten aber zu. Und ja, und noch ein Splitbett haben wir anziehen müssen, das 5 cm unter die Leisten ist und dann noch 3 Reihenpflaster. Übrigens, dieser junge Mann hat den Wettbewerb letztendlich gewonnen.